Als letztgeborenes Elefantenbaby ist die 6 Monate alte Anjuli der Star in der Herde. Gut bewacht von Mutter Yashoda und Tante Candy. Mit gezielten Fußtritten versucht Assam, Anjulis 3-jähriger Spielgefährte, die Aufmerksamkeit ganz auf sich zu lenken. Und sucht sich mit der 9-jährigen Sheila lieber einen gleichgesinnten Sparringspartner. Doch zur Not ist sich der kleine Elefantenbulle selbst genug. Er übt Kunststücke, Bocksprünge, Balanceakte und andere Zirkusnummern. Selbst der Abriss der Dekorationselemente in der Elefantenhalle scheint dem ausgelassenen Bullen kurz durch den Kopf zu gehen. Unsicher und schwankend versucht die kleine Anjuli, ihre kurzen, aber kräftigen Beine in die richtige Reihenfolge zu bekommen. Rüsselnderweise unterstützt von Mutter und Tante. Assam demonstriert seiner Herde in der Zwischenzeit die hohe Schule des Kopfstandes, den er ebenso ausdauernd wie erfolglos übt. Unter den erstaunten Blicken der kleinen Anjuli kommt der 3-jährige Bulle auf immer neue Ideen. Auch wenn diese akrobatische Übung noch keinen Arbeitstitel trägt, Assam versucht, seine körperlichen Grenzen auszutesten. Am Ende des Tages macht das Spielen doch zu zweit deutlich mehr Spaß und so entschließt sich Assam, Anjuli einen kleinen Besuch abzustatten. Doch die Beine der Mutter vereiteln jeden noch so nett gemeinten Annäherungsversuch des Jungbullen. Sofort ist Candy zur Stelle, um zu schlichten und zu spielen. Hin und her geht das Kräftemessen quer durch die Freilaufhalle. Ebenso liebevoll wie durchsetzungsstark zeigt die 12-jährige Kuh den übermütigen Kraftprotz, wer von den beiden der Stärkere ist. Und das, obwohl der jüngere Assam inzwischen die längeren Stoßzähne trägt. Erst als die Tierpfleger ein paar frische Zweige bringen, lässt sich auch Anjuli aus der Reserve locken. Sie frisst die grünen Blätter zwar noch nicht, sondern knabbert nur spielerisch daran, aber immerhin schenkt sie ihrem Spielkameraden endlich die ersehnte Aufmerksamkeit. Und aus dem schüchternen Elefantenmädchen wird im Handumdrehen eine kiebige Kratzbürste, gegen die sich sogar Assam nur mit ein paar Knüffen und Boxstößen zur Wehr setzen kann. Ein ganz normaler Tag eben in der Elefantenhalle bei Hagenbeck.